Yo, was geht ab, Leute? Ich meinte heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich schau mal schnell auf meine Liste. Es ist Montag, es ist Max on Monday. Bester Tag in der ganzen Woche. Muss man nur kurz schauen auf die Liste. Viele fragen mich immer, Hong, was das für eine Liste? Go Ranger ist eine App. Das ist so ein schlaues Taschenbuch mit allen Informationen, wann die Events anfangen. Alle Quests, wirklich ein schlaues Taschenbuch mit allen Informationen. Und da kann man auch Listen erstellen. Und eine der Listen ist eben, ich habe drei Listen. Schnell mal für euch hier. Und zwar meine Lucky Shinies, die mir noch fehlen. Meine Max-Pokémon, die brauchen wir jetzt dann. Und meine 100er. Max-Pokémon. Klicken wir mal schnell drauf. Wie immer, schreibt unten in die Kommentare, was ihr heute gemaxt habt. Falls ihr überhaupt was gemaxt habt, weil Pokémon Go ist momentan nicht so hoch. Die Priorität ist halt nicht so hoch. So, okay. Event ist momentan Kampf. Aber da ist nichts Passendes, was ich maxen kann. Wir fangen an. Oh, wie heißt er auf Deutsch? Ah, Kinosso. Oder? Ja, genau. Okay. Screen Recorder läuft diesmal. Check die Folge vom letzten Mal ab. Da habe ich leider vergessen, Screen Recorder anzumachen. Oder es hat irgendwie nicht funktioniert, sagen wir es so, weil angemacht habe ich sicher. Fangen wir an mit dem Sonnigen. Beide Formen werden gemaxt. Hat auch lange gedauert, bis ich die in 100 bekommen habe. Dann können wir den streichen. Und, boah, ich habe, also Shinox wäre auch auf der Liste, aber ich habe nur 98er Lucky. Ist natürlich eigentlich schon ziemlich krass. Und ja, ob ich da irgendwann mal in 100 bekomme. An sich schon, weil alles, was ich bisher gemaxt habe und nicht 100 war, habe ich irgendwann irgendwie später doch 100 bekommen. Zumindest das allermeiste, deswegen muss nicht unbedingt sein, aber Schaden tut es eigentlich auch nicht. Vor allem der Slucky kostet jetzt auch nicht so viel. Denn von Gen, wir sind bei Gen 4 bereits. Gen 1, 2 und 3, beinahe alles komplett gemaxt. Von Gen 4 gibt es auch nicht so viel Auswahl. Also ich kann euch mal die Pokémon aufzählen, die ich noch nicht gemaxt habe von Gen 4. Shinox, Vadribi, Pachirisu. Vadribi erstmal weiblich 100 nur, offensichtlich, weil nur die kann sich entwickeln. Pachirisu, Gegner, ich habe nicht mal den Dex-Eintrag. Bamelin könnte ich maxen. Die blaue Schnecke, die regional ist, und die rosane ist woanders halt. Den blauen habe ich, blau-grün, türkis, wie auch immer. Könnte ich maxen, aber offensichtlich ist das ein Pärchen und der andere ist ja regional, deswegen können wir den noch nicht maxen. Drifloon, kein 100er, weil Halloween-Event lief die Map nicht und ohne Halloween-Event spawnt er beinahe gar nicht. Die Katze, die können wir maxen. Der Papagei, Plaudergei, das ist regional und den habe ich nicht mal im Dex-Eintrag. Kripuk, offensichtlich versuche ich da momentan noch einen 100er zu bekommen. Kommalat, da habe ich keinen 100er. 635 aus dem Eis, 100. Lucario, aka Riolo. Habe ich auch keinen guten. Können wir auch nicht maxen. Und erstmal hier. Einen schon fertig. Machen wir dann direkt weiter mit dem zweiten. Die sind alle zum Glück relativ hoch. Wetterboost, und durch Wetterboost sind die halt in 100 gekommen. Deswegen Glück gehabt. Veneflibus oder sowas. Den hätte ich 96 Lucky. Könnte man sich überlegen. Schnabberdeck, den können wir maxen. Nosepass. Boah, wie heißt der auf Deutsch? Ne, fällt mir nicht ein. Das Haus von Thaddeus, ihr wisst, was ich meine. Den können wir maxen, und Frostedge können wir auch maxen. Also echt nicht mehr viel. Das sind vielleicht 8 Pokémon. Das sind nicht mal 3 Max on Mondays. Also minus dem heute. Also die nächsten 2 Max on Mondays, und wir hätten sozusagen Gen 4 auch fertig gemacht, soweit wie es geht, also schon heftig. Schon sehr, sehr heftig. Also wir sind so nah dran, an unserem Ziel einfach alles fertig zu maxen. Und dann ist nächste Woche oder über, nächste Woche auch noch Staub-Event, 3, 4, 5 Tage oder sowas. Da kann man sich auch ein bisschen Staub gönnen, also sieht eigentlich sehr gut aus. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und sonst haben wir natürlich heute noch eine Box am Start und paar Fragen, denn jedes Mal, wenn wir maxen, beantworte ich ein paar Fragen von euch. Es gab letztens einen Hate-Kommentar, der meinte, ich sollte
die Fragen einblenden, die ich vorlese. Ist natürlich nicht unmöglich, könnte ich schon machen, aber mein, irgendwie ist halt doppelt gemoppelt. Wenn ich es eh vorlese, wozu sollte man es wirklich dann auch noch einblenden? Also als würdet ihr es dann lesen, tatsächlich. Weiß ich ja nicht, vielleicht ist es doch so besser. Ich, ein halbwegs Intellektueller, auch ich, gucke 10 Minuten vom Video ohne zu merken, dass irgendwas am Video anders ist. Weil er nicht wegen dem Screen Recorder. Das gibt auf jeden Fall ein Herz. Shiny98er Dapper hat die Silver letztes Mal gepusht. Wow, Glückwunsch. Das ist sehr, sehr saftig. Soll ich warten und Staub sparen, bis ich Level 38 bin, damit ich meinen Pokémon alle auf 40 machen kann? Oder maxen kann? PS bin Level 37, macht keinen Unterschied. Kannst es ja jetzt für dein Level schon mal maxen und dann, wenn du wieder ein neues Level erreicht hast, kannst du es ja weiter maxen. Also, das macht so gar keinen Unterschied. Max und Mann, ihr habt gestern einen 100er Pinsel gemaxt. Mugis, bester Mann, Pinsel, beste. Dark Air Raids gemacht, hat der Nico. Kein Schein und kein gutes war. Das kennt echt nicht wert, kenn ich. Kennt man diese Leiden. Lohnt sich das Gacha immer noch und funktioniert es auch richtig? Lohnt tut es sich, ja. Funktionieren höre ich von vielen immer. Verbindungsprobleme, dies, das. Aber generell gesagt, in der Regel schon, ja, lohnt sich. So. Wir haben auch fertig gemaxt und... Okay, komm, für euch. Für euch, Leute. Für euch. Max mal den hier jetzt. Shinox 98. Ich meine, Shinox jetzt mache ich momentan eh keine. Also wo soll der 100 herkommen? 500 wäre 100. Praktibal Rates werden jetzt eigentlich nur noch gemacht. Ich habe jetzt eine Weile Alola Slimer Rates gemacht. Weil den brauche ich natürlich auch 100. Und noch ein Shiny Lucky 100. Ja, Shiny Lucky 100er, aber allgemein Shiny Lucky. Jetzt hat irgendeiner der Kleinen endlich einen Shiny. Das heißt, wenn ich irgendwann Lucky werde mit dem, kann ich ihn mir rübertauschen, denn hatte irgendwie keiner zum Abgeben, deswegen musste ich es mir selber irgendwie erstmal besorgen. Und 100er wäre natürlich auch nice. Ich habe 3, 4, 5, 98er, glaube ich. So, machst du mal den wirklich. Ich habe gar nicht genug Bonbons. Ich habe so viele für EP wegentwickelt und dann schon länger nicht mehr gemacht, dass wir gar nicht den maxen können. Habe ich gar nicht mitbedacht. Außer wir verschicken ein paar, aber nee. Muss nicht sein. Das heißt, wir schauen nochmal kurz auf die Liste. Der wird dann doch ein anderes Mal gemaxt. Bis dahin, hey, vielleicht will das Schicksal das so. Vielleicht kriege ich bis dahin ein 100er. Dann schauen wir mal die Liste durch. Eigentlich kann ich auch... so hieß der, glaube ich. Moment. Los. Dann können wir einfach den hier maxen. Wieso nicht? Genau, machen wir das so. Ohne Map gefangen. In Unterföhring auf dem Arbeitsweg nach Hause. Also auf dem Heimweg. Schnell allen Leuten Bescheid gegeben. Damals, das war 2018, lief die Map nicht bei uns. Einer der wenigen 100er, 900er, die ich ohne Map komplett gefangen habe. Sehr nice. So. Und wir fallen auch höchstwahrscheinlich unter die Million. Alter, wie lange war ich schon nicht wieder unter der Million? Leidende Zeiten, Leute. Leidende Zeiten. Vor allem jetzt momentan zocken wir ja nicht so viel. Das Staub-Event muss kommen. Ich kann es kaum abwarten. Ja, mit PvP mache ich auch ein bisschen Staub. Momentan geht es sogar recht gut ab. Ich schaffe es sogar immer, die Belohnung zu holen. Also die Begegnung. Belohnung gibt es ja immer welche. Die Begegnung ist eigentlich das einzig Interessante. Hab jetzt 3 Gigatina bekommen gestern Abend und Metagross. Aber Metagross war, glaube ich, garantiert immer. Was für mich aber interessant ist, ist natürlich dieses eine Koglex oder sowas, der mit Z. Und dieses neue Dodo-Pokémon da. Der Vogel da. Ja, und auch schon Max. Das waren 3 ziemlich hohe Pokémon zum Glück. Und wir haben gar nicht so wenig unter an der Million. Ja, 2080. Dieser hier.
Dann Leute, haben wir wieder eine Box am Start von Rootbox jeden Monat. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wie viele Leute hatten diese Box berührt? Jetzt wegen dem ganzen Virus waren. Und offensichtlich ist das nicht desinfiziert. Aber ich denke mal, die Viren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Dragon Ball Booster. Genau deswegen lieben wir diese Boxen. Manchmal ist einfach was dabei, was uns so hart taugt, weil ey, jeder weiß, oder die meisten meiner Zuschauer, ich bin ein großer Anime-Fan. Und diese Box ist eben für Anime-Liebhaber, Gamer, Geeks und Nerds. So, wie mache ich das, dass ihr das auch seht? What the fuck? Ui, du Wados, Mann. Die ist mächtig, die ist echt unterschätzt. Also wir haben eine Holo gezogen, ich glaube es gibt in jedem Pack eine Holo. Supreme Kai of Time, Time Regulator. Hätten wir nicht eine coole Karte bekommen können? Ich zeig euch mal alles schnell. So. Wie jeder weiß, ich bin ein sehr... wie nennt man das? Leidenschaftlicher Ex-Kartenspieler. Hab eigentlich jedes Kartenspiel gespielt. Außer Magic. Auch Hearthstone zum Beispiel. Zocke ich immer noch. Deswegen. Genau hier. Und ein Dragon Ball Schlüsselanhänger. Super Saiyan Goku. An sich cool, aber der sieht irgendwie nicht so geil aus. Aber werde ich trotzdem benutzen. Was ist das hier? Was ist das hier? Ah, eine Kochschürze. E.T. Kochschürze. Alles klar. Kochchannel kann kommen. Nochmal ein T-Shirt. Es ist... ein Resident Evil Shirt. Alles klar. Und wie immer zum Abschluss noch eine Sammelfigur, Q-Fig. Oh, Venom. Venom, auch einer meiner Lieblingscharaktere. Venom. Sehr nice. Vielen Dank für diese Box. Hat mich gefreut. Das war's von mir, Leute, und von Max und Monday. Euch viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg diese Woche. Bleibt gesund, bleibt sicher. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.